In diesem Video geht es um das Document Object Model, abgekürzt DOM. Das Document Object Model kann dazu dienen, HTML-Dokumente zu visualisieren, zu begreifen, genauer gesagt die Beziehungen der Elemente in einem HTML-Dokument, und es dient dazu, dies in JavaScript zu übersetzen als Objekt. Zur Repetition: JavaScript-Objekte sind Wertesammlungen, hier als Beispiel eines in grünen geschweiften Klammern, das als Wert an die Variable myThing zugewiesen wird. Ein Objekt ist eine Sammlung von Werten. Hier gibt es zwei Eigenschaften, foo und bar, und die sind assoziiert mit den Werten hello und 23. Und es gibt eine sogenannte Punktschreibweise, das sieht so aus: wenn du diese Variable myThing, die mit dem Objekt assoziiert ist, wenn du diese Variable schreibst und dann den Punkt und den Namen einer Eigenschaft, dann wird der Wert, der damit assoziiert ist, zurückgegeben. Also myThingFoo gibt hello zurück und myThingBar gibt 23 zurück. Und jetzt zurück zum Document Object Model. Wir beginnen mit einem HTML-Fehler. Diese Art, HTML-Tags zu verschränken, ist in HTML nicht erlaubt. Der grüne Tag beginnt und dann beginnt ein P-Tag und dann wird der grüne Tag tief geschlossen und erst dann der P-Tag. Wenn der Browser solchen Code sieht und rendern soll, wird er das korrigieren. Der Browser erfindet dann einen schließenden P-Tag, hier rot gezeigt, und schließt den P-Tag, bevor der grüne Tag wieder geschlossen wird. Und der übrig bleibende schließende P-Tag, hier grau gezeigt, der wird ignoriert. HTML ist immer hierarchisch und es gibt zwei mögliche Hierarchien. Hier als Beispiel 4 Tags. Der grüne Tag ist der äußerste, der enthält einen inneren Tag, der pink ist, und dieser enthält wiederum 2 blaue Tags. In der Hierarchie in HTML stehen alle Elemente in Beziehung zueinander und es gibt 2 Beziehungen. Es gibt eine Parent-Child-Beziehung, also Eltern-Kind, und dann, wenn Elemente auf der gleichen Ebene sind, dann werden sie als Siblings bezeichnet, also sie sind Geschwister. Sie stehen auf der gleichen Hierarchiestufe. Wenn wir zum vorherigen Beispiel zurückkehren, dann ist div ein Parent von article, also article ist das Kind von div, und article ist Parent von h1 und p. h1 und p sind children von article, und h1 und p sind siblings, sie sind auf der gleichen Stufe. Und jetzt versuchen wir, ein HTML-Dokument als Baumdiagramm zu begreifen. Ich beginne damit, dass ich hier ein ganz einfaches HTML-Dokument abbilde. Es gibt nur den HTML-Tag, der das gesamte Dokument enthält. Und in diesem HTML-Tag gibt es 2 Kinder, den Head-Tag und den Body-Tag. Und das können wir veranschaulichen als einen Knoten, der für den HTML-Tag steht, der pinke Knoten, und von dem ausgehen 2 Zweige und die enden in 2 grünen Knoten, und diese Knoten stehen für den Head-Tag und für den Body-Tag.
Und dann stellen wir uns vor, dass im Head-Tag zwei weitere Tags drin sind, nämlich ein Meta-Tag, der zum Beispiel Hinweise über den Zeichensatz enthält, und einen Title-Tag, der den Titel des HTML-Dokuments enthält. Also zur Erinnerung, im Head-Tag sind alle Elemente, alle Informationen, die nicht abgebildet werden sollen, die nicht gerendert werden sollen, sondern die Meta-Informationen, die Informationen über ein Dokument. Und diese zwei gelb dargestellten Tags, die würden jetzt wieder als Zweige aus dem grünen Head-Knoten entspringen und dann als gelbe Knoten auf der gleichen Stufe an diesen Zweigen stehen. Also die zwei gelben Knoten sind Geschwister und ihr Parent ist der Head-Knoten. Und im Body-Tag könnte es drei Children geben, einen Header-Tag. Ich sehe gerade, dass ich die letzte eckige Klammer vergessen habe. Wir korrigieren das jetzt nicht. Und dann gibt es einen Main-Tag und einen Futter-Tag, also drei Kinder von Body. Und die können wir ebenfalls als drei Knoten visualisieren, die als Zweige aus dem grünen Body-Tag entspringen, aus dem Body-Knoten. Und so geht das immer weiter, wenn jetzt zum Beispiel im Main Tag eine Liste ist, ein UL-Tag, Unordered List, und dieser UL-Tag wiederum drei Li-Tags enthält, also UL ist dann Parent von drei Li-Children, die Siblings sind, dann können wir das so zeigen: Es gibt einen Zweig aus diesem Main-Knoten heraus, der in einen violetten Knoten mündet, der für diesen UL-Tag steht. Und von dem aus gehen dann wieder drei Zweige weg, die für diese LI-Kinder stehen. Also die drei blauen Knoten sind dann diese Siblings, diese List-Items. Und so ist es möglich, ein HTML-Dokument und die hierarchischen Beziehungen darin in so ein Baumdiagramm zu übersetzen. Und so kannst du dir ein Bild machen von diesem Document Object Model. Jetzt kommt hier beim Header noch ein Knoten dazu für eine H1-Überschrift. Und im Footer gibt es auch noch zwei neue Elemente, einen P-Tag und einen Image-Tag. Und auch für die gibt es dann wieder zwei neue Zweige mit zwei neuen Knoten. Jetzt gibt es im Browser eine Variable namens Document auf JavaScript-Ebene. Also immer wenn der Browser ein HTML-Dokument rendert, dann stellt er diese Variable her. Und in dieser Variable ist ein Objekt, das alle Knoten des gerenderten Dokuments und alle Informationen dazu enthält. Also die Variable Document, das ist ein Objekt, ein JavaScript-Objekt. Und mit JavaScript kannst du dieses Objekt und seine Eigenschaften und die Werte, die darin enthalten sind, das kannst du manipulieren. Und das heißt dann DOM-Manipulation. Also hier noch einmal dieses Baumdiagramm. Das ist, wenn du so willst, in der Variable Document enthalten. Alles, was es zu wissen gibt, alle Eigenschaften des HTML-Dokuments, alles, was irgendwie notwendig ist, um das sichtbar zu machen, um das zu rendern im Browser. Und dieses Document-Objekt enthält auch diverse Methoden. Also Methode ist eine Funktion, die in einem Objekt enthalten ist, eine Eigenschaft, die eine Funktion enthält oder ist. Und ein Beispiel dafür ist die Methode QuerySelector. DocumentQuerySelector, das ist eine Funktion, der du als Argument einen Selektor übergeben kannst, hier zum Beispiel Footer. Der Selektor, das ist das gleiche wie in CSS,
und es dient dazu, bestimmte HTML-Elemente anzusprechen. Wenn du schreibst Document Query Selector Footer, dann kannst du den Footer-Tag und seine Kinder in eine Variable speichern und dann kannst du Dinge damit anstellen. Zum Beispiel kannst du es löschen, dann wird dieser Zweig vom Baum abgeschnitten, oder du kannst dem Footer eine Klasse geben, eine zusätzliche, und dann zum Beispiel mit CSS zusätzliche Formatierungen aktivieren. Also, ich fasse zusammen, das Document Object Model, DOM, das ist die Schnittstelle für JavaScript, um im Browser ein HTML-Dokument zu manipulieren. Und Schnittstelle hast du gelernt, Schnittstelle für Programmiersprachen, das heißt API, Application Programming Interface. Du hast gelernt, dass eine API im Web zum Beispiel angesprochen werden kann, um Informationen abzugreifen. Aber hier in diesem Fall können wir sagen, das DOM ist die API des Browsers für JavaScript.